herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video erkläre ich euch, wie ein Transformator funktioniert und ich erkläre euch auch, wie man die Eingangs- bzw. die Ausgangsspannung oder Stromstärke berechnet. Und keine Sorge, das ist überhaupt nicht schwer. Der Transformator. Elektrische Geräte arbeiten mit verschiedenen Spannungen. Im deutschen Stromnetz wird mit den Spannungen 400 Volt und 230 Volt gearbeitet. Elektrische Geräte wie Tischlampen oder Ladegeräte für Smartphones arbeiten häufig mit einer viel geringeren Spannung, 6 Volt oder 12 Volt. Die Anpassung der elektrischen Spannung erfolgt über einen Transformator. Ein Transformator besteht aus zwei Kupferspulen, die um einen Eisenkern gewickelt sind. Der Eisenkern und die Spulen haben keine elektrisch leitende Verbindung. Eine Spule wird als Eingangsspule und eine andere Spule als Ausgangsspule bezeichnet. Entscheidend für die Veränderung der Spannung ist die Windungszahl der Spulen. Ist die Windungszahl der Eingangsspule größer als die der Ausgangsspule, dann wird die Spannung verringert. Ist die Windungszahl der Ausgangsspule größer als die der Eingangsspule, dann wird die Spannung erhöht. Hier seht ihr nun die Formel dazu. Fangen wir an mit der Spannungsübersetzung. Die Spannung der Eingangsspule geteilt durch die Spannung der Ausgangsspule steht im Verhältnis, also ist gleich, wie die Windungszahl der Eingangsspule geteilt durch die Windungszahl der Ausgangsspule. Bei der Stromstärkenveränderung dreht sich das Ganze um. I, also die Stromstärke der Ausgangsspule geteilt durch die Stromstärke der Eingangsspule, ist genau gleich im Verhältnis wie die Windungszahl der Eingangsspule geteilt durch die Windungszahl der Ausgangsspule. Eine wichtige Sache muss aber noch beachtet werden. Ein Teil der zugeführten elektrischen Energie wird in Wärme umgewandelt. Deswegen ist der Wirkungsgrad einer Spule immer unter 100%. Das ist klar, weil wie gesagt ein Teil in Wärme umgewandelt wird. So, hier seht ihr nun so einen Transformator. Hier den Eisenkern mit einem U. Hier und hier zwei Spulen. Ich habe hier eine Spule mit 400 Windungen und hier eine Spule mit 1600 Windungen. Hier können wir jetzt eine Spannung anlegen. Dann wird diese hier zur Eingangsspule und diese zur Ausgangsspule. Ich kann das Ganze aber auch andersrum machen. Ich kann hier die Eingangsspannung hinlegen und dann ist das hier die Ausgangsspule. Es ist in beide Richtungen möglich. Und nun wollen wir das zusammen berechnen. So, ich lege hier nochmal die Formel hin. Und jetzt geht's los. So, wir nehmen diese Formel hier. U der Eingangsspule, das sollen bei uns jetzt 5 Volt sein. Und die von der Ausgangsspule, die kennen wir nicht. Die nennen wir mal X. Wir wissen aber, dass N, also die Windung der Eingangsspule, das sind 400 Windungen. Und wir wissen, dass die Ausgangsspule 1600 Windungen hat. So. Nun werde ich das ganz langsam umstellen, damit es nachvollziehbar ist. Als erstes rechne ich jetzt hier mal x. Ich stelle also um. 5 Volt ist dann 400 Windungen geteilt durch 1600 Windungen mal x. Und wenn ich x alleine haben möchte, dann stelle ich die Formel noch ein weiteres Mal um. Das heißt, dann steht hier am Ende x gleich 5 Volt mal 1600 Windungen geteilt durch 400 Windungen. Und dann steht da x gleich 5 Volt mal 4 und am Ende kommt raus x gleich 20 Volt. Und nun weiß ich, dass die Spannung der Ausgangsspule 20 Volt ist.
Das heißt, ich habe durch meinen Transformator den Faktor 4 erzeugt. Und genau so funktioniert das auch mit der Stromstärkenübersetzung, außer dass ich hier bei der Formel aufpassen muss, dass ich sie richtig ansetze. Okay, das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay, das war's.